Blamieren oder kassieren wird Ihnen präsentiert von Stefan Raab. Herzlich willkommen zu Blamieren oder kassieren, das Vorspiel vor dem Anpfiff. Mein Name ist Sabine. Für 10.000 Euro sind heute im Bildungscheck Michael Mittermeier, Klaus Oliver Rudolph und einer von uns. Und hier ist Ihr Gastgeber, Eltern! Matrosen von den Happy Tones. Dankeschön. Herzlich willkommen zu Blamieren oder Kassieren. Das wird die schnellste halbe Stunde seit Beginn der Zeitmessung mit einem Halbstundenlohn von 10.000 Euro. Hier gibt es jetzt ein prominentes Duell zwischen Schlagfertigkeit und Schlagkräftigkeit. Der eine ist der Silberrücken der deutschen Comedy-Szene und der andere ist, ja, der hat schon James Bond zum Zittern gebracht. Hier sind Michael Mittermeier und Claude Oliver Rudolph. Hallo. Moin. Michael Mittermeier. Servus. Claude Oliver Rudolph. Schön, dass ihr da seid. Ja. Ihr spielt gleich die Qualifikationsrunde. Also einer von euch kann nur ins Finale kommen. Das wird gleich ausgespielt. Der Sieger in der Qualifikationsrunde kommt ins Finale und hat die Chance auf 10.000 Euro. Jawohl. Aber wir brauchen ja einen Gegner fürs Finale. Ja. Und das ist ein Mensch aus dem Publikum. Ihr könnt schon mal da rübergehen, okay, auf eure Position. Und ich komme jetzt zu Ihnen. So, Sabine hat das erstmal wirklich wunderbar gemacht. Sehr schön. So, jetzt geht es los. Alle, die mitmachen wollen, gerne. Bitte aufstehen. Gleich. Ich habe die Frage noch nicht mehr zu Ende gestellt, da stehen die schon. Okay, da wird schon gleich drauf gezeigt. Warum? Warum zeigst du auf ihn jetzt? Ich glaube, es gibt keinen besseren dafür. Der Frage war, ich bin mir sehr sicher, ja. Hat er auf jede Frage eine Antwort? Oder? Ja, wir haben eben noch geübt auf dem Weg her. Wie habt ihr denn geübt? Wie macht man das? Ja, so die News, Sport. Wie übt ihr denn? Mach mal, steh mal auf jetzt. Wie habt ihr geprobt? Das würde ich jetzt mal sehen. Gut. Er war Fahrer, ja? War Beifahrer. Ich konnte googeln. Ja? Hab ihm ein paar Fragen gestellt zu Sport. Zum Beispiel? Zum Beispiel, wer Fußball gewonnen hat bei den Frauen. Spanien. Oder was für einen Skandal es da gab. Der Kussskandal. Wie die Frau hieß. Warte, pass auf, stell dich mal. Komm du mal mit. Komm mal mit. Komm mal hierher. Ich gebe dir jetzt mal, warte mal. Ich gebe dir jetzt mal das Video, weil du kannst sehr gut Fragen stellen. Okay? Stimmt. So, ich würde jetzt mal vorschlagen, wie heißt du? Jessie. Jessie wird jetzt mal ein bisschen die Auswahl auch treffen, nicht nur unbedingt ich. Du gehst aber erst nicht nur natürlich darüber. Ist das dein Freund oder? Mein Verlobter. Ja. Verlobter, okay. Den halten wir im Auge natürlich. Okay. Aber ja, du hast jetzt die Chance, ein paar Fragen zu stellen. Ich gebe dir zum Beispiel mal eine Karte, da stehen ein paar Fragen drauf. Und jetzt gehst du mal irgendwo hin und stellst diese Frage. Okay, eine Frage. Nee, warte, erst mal irgendwo hingehen. Such dir erst mal jemanden aus. Hat er jemand Lust? Da die stehen doch schon. Ja, aber da winkt jemand. Okay. Der war super motiviert. So. Welches Obst schoss Wilhelm Tell seinem Sohn vom Kopf? Apfel. Richtig. Sehr gut. Ja. Das war doch schon mal gut. Machen wir mal eine zweite Frage. Ja. Welche Holzfigur bekommt eine lange Nase vom Lügen? Du musst da hingehen, damit man hier noch... Pinocchio. Sehr gut. Oh, ja. Na, machen wir. Nochmal hier noch eine von. Okay, wollen wir mal ein bisschen schwerer gehen. Welche Stadt überragt der 1086 Meter hohe Tafelberg? Ja. Jetzt wird es natürlich schon ein bisschen schwieriger. Hast du einen kleinen Tipp für mich? Nein, hier noch nicht. Hier noch nicht. Na, tut mir leid. Aber das ist schon mal gut. So, jetzt gehen wir mal hier rüber zu deinem Spezi. Ja. Vielleicht weiß er das ja. Weißt du was? Nee. Ja, dann aber mal eine andere Frage. Okay. In welcher Sportart gehörten die Williams-Schwestern jahrelang zur Weltspitze? Tennis. Richtig. Ich würde mal vielleicht zu einer Dame hingehen. Da hinten die Dame in Grün. Dame in Grün. Okay. Ja, weil Frauen sind immer relativ selten hier. Aber wir haben schon mal... Was für ein Säugetier ist die Hörspielfigur Benjamin Blümchen? Das ist ein Elefant. So. Sehr gut.
Bleiben wir mal hier, was passiert? Das ist meine Lieblingsfrage. Okay. Welches Tier liefert das Fleisch für ein Roastbeef? Hallo. So viele Tiere gibt es ja nicht, aus denen man eventuell Fleisch macht. Stimmt. Schwein. Nein, das ist leider falsch. Die Nationalflagge welches Staates wird Union Jack genannt? Union Jack. Union Jack. Entschuldigung. Okay, pass auf. Ich habe noch eine Frage. Ja. Welche Farbe ist an der Ampel unten? Ja, grün. Sehr gut. So. Jessie, setz dich erstmal wieder hin. Ja. Ihr seid gleich dran, aber es soll ja auch ein guter Kandidat sein, ne? Nee, ich werde die Grüne nehmen da vorne. Hallo, moin. So, ihr zwei Hayopais. Wie nennt man die Delikatesse aus den Eiern des Störs? Kaviar? Ja. Wie nennt ein Jäger das Junge vom Reh? Kids, ja. Welche Band hatte 86 einen Hit mit Brother Louie? Modern Talking. Welches chemische Element ist der Hauptbestandteil vom Diamanten? Kohlenstoff. Dann komm mit, du bist es. So, ja, das war also Kohlenstoff ist schon tatsächlich ein bisschen schwieriger. Du bist der? Nico, wo kommst du her? Aus Troisdorf, also ganz in der Nähe. Aus Troisdorf, ja, okay, nicht. Was machst du da in Troisdorf? Beruflich? Ja. Ich bin Berufssoldat. Soldat, okay. Du hast schon mal die Wildcard, du bist auf jeden Fall schon mal im Finale und hast die Chance auf 10.000 Euro. Ja, das scheint gut zu sein. So, zu euch. Jetzt können wir